Hallo liebe Dartsportfreunde, wenn wir gerne Steel Darts spielen, dann ist das für uns natürlich eine schöne Sache und wir haben jede Menge Spaß dabei, aber für Mitbewohner oder Nachbarn ist es manchmal ziemlich nervig. Gerade auch zu fortgeschrittener Stunde klingt das wie ein ständiges Klopfen an die Wand und das ist alles andere als angenehm. Darum checke ich immer wieder und sehr gerne Dartboard-Dämmsysteme. Ein sehr, sehr interessantes und auch bislang recht beliebtes habe ich jetzt vom Automaten Wagner bekommen. Und zwar das Board of Silence. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Das Schöne an dem System finde ich, es gibt es exklusiv bei Automaten Wagner und mittlerweile, ich meine, es ist sogar schon die dritte, wenn nicht gar vierte Revision. Also es wurde fortlaufend weiterentwickelt und optimiert. Und du kannst es modular erweitern. Es fängt an mit einer Basisplatte, die jedes Steel Dart Board grundlegend mal von der Wand entkoppelt und damit eben dämmt. Und was ich richtig toll an diesem Konzept finde, ist die Erweiterung mit eben diesem Außenring hier mit vorgebohrten Löchern für eben LED-Lichtringsysteme und insbesondere auch schon passend fürs Scolia-System. Für mich ist es daher so eine Art Win-Win-Win-Situation, denn ich dämme grundlegend gerne meine Dartboards, ich spiele gerne auf dem Scolia, aber ich möchte das Scolia auch auf das Winmore Plasma Lichtsystem umbauen und genau dabei hilft mir diese Lösung. Das Board of Silence ist wie gesagt ein modulares System. Ich wollte in diesem Video jetzt erstmal auschecken, wie sind die Vergleichswerte zu einem Winmore Blade 6 komplett ungedämmt und damit nicht entkoppelt im Vergleich zu einem Betrieb mit dem Board of Silence. Gut, jetzt folgt die Messung mit dem komplett ungedämmten System im Abstand 1 Meter zur Wand in etwa Bullseye-Höhe. Auf der anderen Seite werfe ich jetzt gleich 3 Aufnahmen hintereinander. Ich fange an mit einem Klopfsignal, wenn es losgeht, und dann werfe ich die 3 Aufnahmen und wir vergleichen dann abschließend die Messwerte. Und los geht's. Erste Aufnahme. Zweite Aufnahme, mal ein bisschen untere Bordhälfte und dritte Aufnahme. Und an der Stelle pausiere ich kurz aus dem Editing. So wie ihr das Klopfsignal hier hört aus dem Nachbarraum, genauso werdet ihr jetzt gleich 1:1 und bei gleich eingepegelten Mikrofonen die Dartwürfe auf das ungedämmte Dartboard hören. Ich werde jetzt hier aus Zeitgründen einfach die Pausen zwischen den Aufnahmen rausnehmen, dass das Ganze schneller abläuft, blende dazu aber die ermittelten Werte ein und gebe dann einen gesamten Durchschnittswert für das Dartboard-Spiel, Dartboard ungedämmt im Nachbarraum. Hier blende ich nochmal die ermittelten Messdaten von einem anderen Tag ein. Aber wie du siehst, gleiches Ergebnis. Das heißt, die Referenzwerte sind nachvollziehbar. Gleicher Raum, gleiche Messbedingungen. Und danach kann man jetzt auch das Board of Silence durchmessen. Und im Anschluss kann ich es dann mit den anderen schon gemessenen Systemen in Bezug, also in Vergleich bringen. Musik.
So, und jetzt heißt es abermals alles abmontieren und dann auf das neue Board of Silence umrüsten. Das habe ich mir hier schon hingestellt. So sieht das aus. Kommt auch schon vormontiert zu dir nach Hause. In dem Falle jetzt zu mir nach Hause. Das ist hier jetzt schon das Basisboard of Silence zusammen mit dem Erweiterungskit, also dem Ring, wo ihr dann ein Skolia oder auch ein Plasma-LED-Ring direkt befestigen könnt. Das ist hier auch soweit alles schon vormontiert und macht, finde ich, auch einen richtig guten Eindruck. Das ist so, ja, mitteldichte Faserplatte. Ich würde mal sagen, so rund 1 cm jeweils dick. Basisplatte wie auch für den Lichtring. Da sind auch schon Vorbohrungen dann später für entweder die Kamera oder die Lichtsysteme in den passenden Abständen. Da muss man also nicht lange suchen, markieren oder irgendwas machen. Hier hat es dann auch eine recht stabil gemachte Aufhängung. Das sieht alles wirklich gut und stabil aus. Und daran wird es jetzt über einen, ja, oberen massiven Haken eingehangen. Und unten gibt es dann nochmal einen Haken, wo man das über die zwei Gummis dann fixiert. Das ist dann vom Prinzip her eigentlich wie so ein Bild, dass man oben auf den Haken hängt und von unten dann nochmal verspannt, und die Dämmung sorgt dann dafür, dass das eben entkoppelt von der Wand ist. Man braucht nämlich nur zwei Schrauben für zwei Haltesysteme, mehr nicht. Und daran ist dann komplett das Dartboard montiert, LED-Ring montiert, wenn man möchte, Surround-Ring montiert und alles direkt auf dieser entkoppelten Halteplatte. Allzu viel falsch machen kann man, denke ich mal, auch nicht, denn es gibt eine bebilderte ausführliche Anleitung auf Deutsch. Da ist alles 1a Schritt für Schritt beschrieben. Ich finde, nach dem ersten Durchlesen gibt es da jetzt keine Fragen, was muss ich zuerst machen, wie soll das Ganze funktionieren. Hier sind auch schon vorbereitete Teile. Das wird dann die Dartboard-Halterung sein. Das ist die Halterung dann für oben an der Wand, wo das Ganze eingehangen wird. Mit Gummitülle, mit Abstandsringen, mit Fischerdübeln, einmal oben Achterdübel, damit das ganze System da eben zuverlässig hält. Und für unten dann nochmal einen Sechserdübel für den Haken. Und von der Montage ist das jetzt relativ einfach gedacht. Ich werde das hier jetzt gleich abnehmen und dann soll man ein Loch, das Achterdübelloch, auf Höhe 2 Meter 2,5 bohren und dann 56 cm weiter unten den kleineren 6 mm Bohrer ansetzen, und dann hat man es eigentlich schon. So, die Löcher sind gebohrt, die Dübel sind in der Wand. Jetzt ist der nächste Schritt, das ist ein Winmore Blade 6, hier die Mittelschraube einfach rauszuschrauben und dafür dann diese Metallplatte, die schon im Lieferumfang ist, mit den ebenso mitgelieferten Schrauben stattdessen einzuschrauben, also mit dem Dartboard zu befestigen. Weiter in der Anleitung. Jetzt wird das Dartboard mit dem Schallschutzboard verbunden. Also das heißt, ich stülpe das Ganze jetzt einmal umgekehrt drüber. In der Mitte von dem Sound of Silence Board ist extra eine Aussparung für diesen Metallzapfen. Und auf den soll dann diese Gummitülle kommen und das Ganze mit der Unterlegscheibe und der Zehnermutter soweit dann fixiert werden, dass das eben eine Einheit bildet. Aber die Mutter soll man nicht so festziehen, dass sich gar nichts mehr bewegt, sondern gerade so festziehen, dass sich das Dartboard noch unter Spannung leicht drehen lässt. Also das heißt für mich, hier wo das alles so schön glatt ist, das ist die Seite, wo das Dartboard draufkommt. Und natürlich hinten jetzt hier mit dem Abstand, man sieht ja eigentlich auch, wo die Aufhängung und so weiter ist, das ist dann später sozusagen der Teil, der zur Wand hin kommt. So soll es passen. Da ist die Aufhängung und hier ist dann nochmal die Aussparung und hier guckt jetzt der Zapfen raus. Jetzt brauche ich die Gummitülle. Die werde ich wohl so rum aufbringen, dass der breitere Teil, wo die Unterlegscheibe drauf kommt, nach oben natürlich zeigt. Und dann jetzt mit der 10er Mutter bzw. einem 10er Maulschlüssel das Ganze so weit fixieren, dass das Dartboard sich unter Spannung immer noch leicht drehen lässt. So sieht das bei mir jetzt aus. Ich kann das Board immer noch sehr einfach bewegen, von daher würde ich jetzt die Schraube noch ein kleines bisschen mehr anziehen. Aber ungefähr so ist dann das Prinzip gedacht, auch das Dartboard drehen zu können. Und da das auch hier hinten auf dem Schaumstoff dann so ein bisschen lang schleift, würde ich auch empfehlen, bei den Winmo oder Noda Boards vorher diese Rotarlock bzw. Superlock Schrauben auch rauszudrehen. Die braucht er ja nicht mehr zur Fixierung des Boards. Das macht jetzt alles diese mittlere Schraube mit der Gummitülle. So, das ist jetzt bei mir so fest, dass ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr anstrengen müsste, um das Dartboard zu drehen. Und wenn man hinten auf die Schraube guckt, so in etwa, so weit guckt das bei mir dann raus. Für den nächsten Schritt, das ist jetzt die obere Aufhängung, oben wo der große Achterdübel in der Wand ist, die große Holzscheibe mit den zwei Löchern und dieses Blech.
Das Blech wird jetzt einfach mit der langen mitgelieferten Schraube hier oben aufgebracht und dann beides eben in der Wand fixiert. Sollte das mit der Höhe beim Messen oder aus welchen Gründen auch immer nicht hundertprozentig funktionieren, ihr also merkt, dass das Dartboard nicht exakt mit dem Bullseye auf 1,73 Höhe hängt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das in der Höhe noch prima zu verstellen. Dafür braucht man dann nur das zweite Loch, was hier eben nicht im Center ist, zu verwenden. Und wenn man die Scheibe dann ein wenig dreht, gibt es dadurch im Prinzip eine stufenlose Höhenverstellung. Einfaches, aber echt effektives System, clevere Lösung. Für die Aufhängung braucht er zwar hier so ein TTX-20, also ein Torx-20er, aber damit lässt sich die Schraube auch sehr schön gleichmäßig festdrehen. Und was ich euch hier zeigen wollte, ist, ich habe jetzt mal nicht das Mittelloch verwendet, sondern genau das leicht versetzte für die Höhenverstellung. Schaut mal, wie weit jetzt der Abstand von dem Blech nach oben ist. Und wenn ich anfange, das zu drehen und immer wieder nach vorne auszurichten, dann kann ich das Ganze maximal jetzt so weit runterbringen. So, das wäre jetzt die Höhenverstellung. Und ihr seht, dass dann dadurch die Aufhängung eben und damit das ganze System entweder tiefer oder höher kommt. Und wenn das obere Ding befestigt ist, dann muss man eigentlich nur noch unten in das 6er Dübelloch diesen kleinen Haken hier einschrauben. So, und die Wand des Grauens wird jetzt mal schön kaschiert von dem neuen System. Und das ist jetzt super easy. Einfach hier draufhängen. So, das hält schon mal. Und hier unten sind ja hinten diese Spanngummis. Die werden jetzt einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite oder auch rechts, links, ist ja vollkommen wurscht, einmal verspannt. Damit hält das Ganze und es ist sogar fast schon mittig. Ja, prima, das kann man sich schön ausrichten und macht einen sehr festen Eindruck. Alles klar. Jetzt kann ich hier natürlich wunderbar meinen Surround aufbringen und generell ja auch alle Lichtsysteme, die magnetisch irgendwie halten oder zwischen Surround Dartboard geklemmt werden, mit anbringen. Aber, und da freue ich mich besonders drauf, mein Winmo Plasma aus der Dartgarage kann jetzt hier wieder auf das System, denn zum einen ist der Ring genau dafür schon gedacht und auch vorgebohrt und markiert. Ich muss mich um nichts kümmern, ich kann hier in perfektem Abstand mein System einfach aufbringen. Und obwohl, jetzt ist es auch egal, wie viele Schrauben ich brauche, ich schraube das alles auf dieses Board auf Silence. Ich habe das mit zwei Schrauben wie ein Bild fixiert und kann es theoretisch eigentlich so, wie es dann ist, fertig montiert, abnehmen, woanders drauf bamseln. Also an sich schon mal super durchdacht, Abstand passt immer. Und bei mir ist ja der Plan, nicht nur das Plasma jetzt hier wieder zu nutzen, sondern eben auch mein Scolia Flex, also die ganzen Kameraarme, genau hier auf das Plasma zu bringen. Und auch hier hat Automatenwagner wieder mitgedacht, wie ich es gesehen habe. Das kann man nicht nur auf der 12 Uhr Position so symmetrisch montieren, was im normalen Einsatz auch funktionieren würde, sondern man kann es auch leicht drehen und dann hat man diese typische 1 Uhr Position mit den entsprechenden 120 Grad Abstand der Arme, also auch dann hier wieder die 9 Uhr oder 6 Uhr Position, je nachdem wie man es haben möchte, für eine optimale Kameraerkennung, vor allen Dingen auch dann, wenn man Turniere spielen möchte, dann ist halt diese Position für die Kameras die bevorzugte. Also, einmal, wo habe ich meinen Schalter? Schon mal unsichtbar versteckt. Licht an, Surround drauf. Und dann machen wir jetzt gleich mal die entsprechenden Lautstärkemessungen mit dem Entkopplungssystem Board of Silence. So. Ja dann, einmal die Lautstärkemessung zum Board of Silence. Bin gespannt. Also im Raum klingt es bereits viel leiser. Scoring-Punkte vollkommen egal. Mal ein bisschen weiter unten. Mal ein bisschen verteilt.
auch mal so zur Einordnung, ein ungedämmtes Dartboard bei mir kommt so auf 55 Dezibel. Das ist nervig, das ist laut, das hörst du. Das Board of Silence dämmt da schon sehr effektiv ab. Der Gewinn liegt bei minus 24 Dezibel, die das Ganze leiser wird und damit liegt dann der Geräuschpegel bei verträglichen 31 Dezibel im Schnitt. Das ist ein hörbarer Unterschied und auch ein guter Wert, der auf dem Niveau eines Winmow Whisper liegt. Denn hier habe ich ja auch genau gleiche Messung gemacht und komme auf etwa so 30 Dezibel. Also die beiden Systeme nehmen sich da wirklich nicht allzu viel. Nach gleicher Methode gemessen habe ich ja auch das Dart Herz viel leiser System und das ist insgesamt gesehen das wirklich effektivste von allen, denn das kommt auf maximal 26,5 Dezibel im Schnitt. Und so ein Unterschied von 4,5 bis 5 Dezibel gegenüber den anderen Systemen macht auch schon wieder einiges aus. Insgesamt finde ich aber, und hier geht es ja um das Board of Silence, muss ich sagen, es dämmt effektiv die Geräuschkulisse runter. Auf das Niveau eines Winmow Whisper ist demgegenüber aber viel einfacher zu montieren. Es sind wie gesagt nur zwei Haltepunkte. Ich kann mein Dartboard jederzeit und einfach drehen. Ich habe eine Erweiterung mit dem Ring, wo ich jetzt Lichtsysteme aufbringen kann oder auch mein Skolia-System. Und wenn ich möchte, eben eine Lösung, wo die Abstände immer passend sind, die ich sehr einfach auch abmontieren und mit einer zusätzlichen Halterung woanders, beim Kumpel, im Vereinsheim, wo auch immer, drauf montieren kann. Auch wenn man das jetzt nicht immer machen wird, aber allein bei mir, wenn ich jetzt meinen Dartraum ein bisschen umgestalte und umbaue, dann ist so ein System einfach ratzfatz von der Wand genommen, Halterung woanders angebracht, wieder draufgespannt und schon ist das Ding innerhalb von Minuten eigentlich durch. Insgesamt betrachtet finde ich überzeugt das Board of Silence. Kommt alles schon vormontiert zu dir nach Hause. Du hast nicht viel Aufwand mit der Montage. Das geht innerhalb von wenigen Minuten. Musst nur zwei Löcher in die Wand bohren. Dartboard hat eine Halterung. Surround passt da drauf. Dein Lichtsystem passt drauf. Besonders gut natürlich das Plasma, weil das dann auch mit einem Umbau für Skolia oder Skolia allgemein genauso funktioniert. Demgegenüber gibt es für mich eigentlich nur noch die zweite Alternative und zwar was Preis, aber auch Effektivität anbelangt und zwar das Dartherz viel leiser. Ja, ich hoffe, ich konnte in diesem Video ganz gut rüberbringen, wie die Montage funktioniert und welche Vorteile das System so bietet. Wenn dir Videos und Vergleiche dieser Art gefallen, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das bringt nämlich mega Glück und man schmeißt sofort eine 180. Und dann freue ich mich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, ciao, good darts, euer Olli.